Hallo zusammen, wir haben Adventszeit und die Adventszeit, die versüßen wir uns gerne. Und deshalb werde ich mit euch heute ein wunderbares Apfelbrot backen. Ein Apfelbrot mit Gewürzen, so richtig gut duftend nach Weihnachten. Und da freue ich mich drauf. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dabei. Meine Zutaten sind Äpfel, Dinkelmehl, Haselnusskerne, Rohrohrzucker, Backpulver, ein paar Feigen, Rosinen in Rum eingelegt, ein Lebkuchengewürz, etwas Kakaopulver und zusätzlich noch etwas Zimtpulver. Und ich füge jetzt noch ein bisschen Anis dazu. Das sind die Anissamen, der ist ganz. Aber das ist optional, wer keinen Anis mag, lässt ihn ganz einfach weg. Ich liebe Anis und da kommt noch ein bisschen mit hinein. Als erstes sind die Äpfel dran. Die schäle ich jetzt und reibe sie in eine Schüssel. Etwas Zitronensaft verhindert, dass sie braun und unansehnlich werden. Und diese geriebene Menge sollte jetzt 500 Gramm geben. Ich füge den Rohrohrzucker dazu. Rühre nochmal durch und lasse sie jetzt mal so für eine gute Stunde stehen, dass sie durchziehen. Und so lange sollten auch die Rosinen in Rum stehen, dass der Rum von den Rosinen gut aufgenommen wird. Bis auf Äpfel und Rosinen gebe ich jetzt schon mal alles in eine große Schüssel. Das Mehl siebe ich natürlich. Ich füge das Lebkuchengewürz hinzu, den Kakao, Zimt und Anis, ein ganzes Bäckchen Backpulver, die Haselnusskerne, die geschnittenen Feigen, dann schon mal rühren. Da kommt schon ein Duft von Gewürzen, lecker! Die Kastenform muss natürlich mit Backpapier ausgekleidet werden. Nach der anderthalben Stunde ist der Zucker gut von den Äpfeln aufgenommen worden und wir können jetzt die Masse zu den trockenen Gewürzen und Mehl dazugeben. Und auch die Rumrosinen kommen jetzt noch mit hinein. Die können wir alles zu einer schönen, homogenen Masse mischen. Und das duftet. Wir brauchen hier auch kein Rührgerät. Es muss ja nicht schaumig aufgeschlagen werden, nur vermischt. Jetzt können wir in die Form abfüllen. Ein wenig glatt streichen. So, und obenauf gibt es jetzt noch ein paar Apfelspalten als Deko. So leicht versunken. Minuten, 150 Grad. Ihr könnt jeden anderen handelsüblichen Ofen auch benutzen. Das Apfelbrot ist fertig. Also wenn ihr das jetzt riechen könntet, oh, so fantastisch. Das sieht doch lecker aus, oder? Ich mache die Holzstäbchenprobe. Perfekt. Es klebt nichts dran und das Apfelbrot ist fertig. Jetzt lassen wir es erst ein bisschen auskühlen in der Form.
lässt sich gut abziehen. Voilà, fertig ist mein Apfelbrot. Und es duftet nach Weihnachten durch die vielen Gewürze, die da drin sind. Ganz wunderbar. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie es schmeckt. Und schaut mal, wie weich und fluffig es geworden ist. Das Brot gut eingewickelt in Alufolie oder vielleicht auch in eine Dose mit Deckel luftdicht abgeschlossen, könnt ihr bis zu 6 Wochen aufheben. Ganz weich und saftig. Und ein Geschmack ganz hervorragend. Wenn ich euch jetzt schon mal Lust gemacht haben sollte auf Weihnachten mit den Düften und Genüssen der Weihnachtszeit oder schon mal jetzt der Adventszeit, so ein schöner Kaffeenachmittag zum Adventssonntag in Familie oder mit Freunden ist doch ein Genuss. Und so ein nettes Brot dazu, da freut sich jeder drüber. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Apfelbrot nachbackt. Wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Adventszeit. Und ganz wichtig, bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.